Der Zuschauermagnet in den Lübecker Kleingärten. Wer in der Osterzeit am Thorsten Kupps Schrebergarten vorbeikommt, staunt nicht schlecht. Jedes Jahr zu Ostern erstrahlt er in bunten Farben. Wir haben dieses Trostlose satt gehabt, weil man eigentlich noch gar keine Blumen und keine Pflanzen hier rausbringen kann. Und Februar, März sind immer so Monate, wo man noch Schnee, Eis mit allen rechnen muss. Und da haben wir gesagt, nee, die Zeit wollen wir überbrücken, den Frühling herbeizuzaubern oder ein frühlingshaftes Bild zu gestalten. Denn mit dem Dekorieren fängt Thorsten traditionell an seinem Geburtstag an, dem 12. Februar. Dabei hilft ihm jedes Jahr seine Frau. Bei der Deko dieses Jahr haben die beiden Kleingärtner einen besonderen Fokus auf Osterhasenpärchen gelegt. Ja, das heißt also, dass wir beide das sind. Das ist unsere Sache, wir machen das zusammen. Einer mehr, einer weniger, aber die Pärchen, das ist symbolisiert, dass wir das sind. 20.000 Eier hängen in ihrem Garten. Rekordverdächtig. Mehr sollen es in Zukunft allerdings nicht werden. Entstanden ist das Ganze beim Grillabend im wahrsten Sinne des Wortes aus einer Schnapsidee. Vor 25 Jahren verschönerte er das erste Mal das Bild der Lübecker Schrebergärten zusammen mit Freunden. Spaß macht es Thorsten noch wie am ersten Tag, auch wenn so ein Garten viel Mühe bedeutet. Arbeit ist es natürlich, es kostet auch viel Geld, aber wenn es keinen Spaß und keine Freude machen würde, und dann wird man das auch sich gar nicht antun. Also das darf man nicht als Arbeit, das muss man als Freude sehen. Und wenn der Dank und das positive Feedback kommt, dann ist alle Arbeit alles vergessen. Mittlerweile ist der Kleingarten schon Ausflugsziel für ganze Kita-Gruppen. Doch die Bekanntheit hat auch ihre Schattenseiten. Unbekannte haben seinen Garten zuletzt 2017 verwüstet. Davon lassen sich freiwillige Mithelfer wie Tajana Fleisch nicht runterziehen. Ich finde es super, besonders für Kinder. Also die freuen sich auch jederzeit, wenn man hier dran vorbeikommt. Ich glaube, Thorsten macht das auch mehr für die Kinder als für sich selber. Bis Sonntag hat der Osterfreund noch alle Hände voll zu tun. Danach geht es auch schon ans Abhängen, denn Gemüse soll in dem Schrebergarten ja auch gepflanzt werden. Bis Dezember ist dieses dann zum Glück auch geerntet. Schließlich wartet dann ja schon die Weihnachtsdekoration auf Lübecks wohl bekanntesten Kleingarten.